Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Ausgabe für euch hier aus dem Hilton Park in Tallinn. Themen, die wir für euch haben: Überschallflug bald im Testmodus, also Boom. Dann haben wir ein Thema, was für den einen oder anderen auch interessant ist, und zwar American Airlines Check-in. Dort wird betuppt, und nicht unbedingt zum Kundenvorteil. Dann habe ich von einem von euch, ich glaube Stadtbär war es, da einen Beitrag zugeschickt bekommen, den ich natürlich gerne aufnehme. Und zwar geht das um den dänischen Flughafen, der den Flugbetrieb einstellen muss wegen bekloppten Kunden. Dann haben wir VistaJet, die haben 3,9 Milliarden, kann die Summe fast gar nicht sagen, Schulden. Ein Problem im Private-Jet-Bereich. Ich mag die silbernen Jets. Und wir haben Discover Airlines, die fliegen nach Malle und nach Ibiza mit White Body. Also heute wieder für euch frisch gepresste Themen. An dieser Stelle denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Denkt dran, die Glocke anzumachen. Denkt dran, ein Like zu machen. Und ich werde es teasern. Wir werden ein was Lustiges in Berlin machen. Und zwar ein Berlin-Vielflieger-Wochenende mit einem Suite-Event. Ja, in einer Suite. Ich muss nur das Datum finden. Dann werde ich euch das mitteilen. Habe ich sonst noch was ich machen muss? Nö. Ich muss nur warten, dass ihr den Kanal abonniert, die Glocke anmacht, ein Like da lasst und nochmals danke für die 50.000er Grenze. Jetzt das erste Thema, was wir hier bearbeiten werden, das ist die Boom-Geschichte, Boom XB1, um ganz genau zu sein. Und zwar ist Boom diese neue Überschallgeschichte, und Concorde ist ja länger schon tot. Ich weiß nicht, wer von euch in Le Bourget oder irgendwo anders war und die Concorde besucht hat in New York. Die Concorde ist ja auch wieder am Platz, und es ist schon beeindruckend, wie diese Röhren durch die Weltgeschichte gejettet sind im Überschall. Ist ja auch cool, wenn man überlegt, du fängst in London an zu fliegen, gehst dann nochmal in London, in New York zum Mittagessen, zweimal in einem Tag. Also eine relativ coole Geschichte. Aber ich habe irgendwie das Potenzial nicht verstanden, habe es nie gemacht. Leider, leider, leider. Ihr könnt ja an dieser Stelle schreiben, ob ihr Überschall geflogen seid. Aber Boom hat jetzt ein neues Flugzeug, was Überschall gehen soll. Und es gibt diesen XB1 Demonstrator, also da ein Flugzeug, was da einen Test macht und da quasi Proof of Concept. Und es gibt ja auch Fluggesellschaften, die da schon interessiert sind. Auf jeden Fall hat die FAA jetzt die zivilen Überschallflüge genehmigt, und da gibt es jetzt eine sogenannte SFA, Special Flight Authorization. Also da kann man jetzt losgehen und testen, 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 testen. Und damit ist es halt wirklich so, dass man natürlich auch mit dem Begleitflugzeug der Northrop, Northrop T-38 Talon, die muss da auch noch eine Genehmigung kriegen. Die können das dann vor sich hin basteln. Der nächste Flug wird dann aber auch mit einem eingezogenen Fahrwerk sein. Bis jetzt war er immer mit ausgefahrenem Fahrwerk und auch natürlich nicht Überschall, sondern einfach Unterschallflüge, um zu testen, wie das Flugzeug überhaupt so funktioniert und ob das alles vom Design her passt. Und dann ist es so, dass man noch 10 bis 20 Unterschallflüge zum Austesten der generellen Flugeigenschaften machen muss. Also da ist noch ein bisschen Zeit, bis das Ding in Supersonic, wie das im Englischen heißt, geht. Als nächstes steht dann der zweite Testflug auf dem Programm, bei dem erstmal das Fahrwerk dann eingefahren werden soll. Damit macht das US-Unternehmen natürlich noch weiter mit seinem Überschallflugzeug Spaß. Aber das Ganze soll ja auch nicht nur den Namen XB1 haben, sondern Overture. Oder Overtüre? Overture? Sowas in der Richtung. Also, da solltet ihr mal schauen, inwieweit das spannend ist. Die Frage des Tages ist natürlich passend: Wollt ihr überhaupt überall Schall fliegen? Ist das etwas, was euch reizt? Ist das etwas, wo ihr sagt, boah, das ist schon geiler, heißer Scheiß? Ist ein Markt überhaupt da? Und dann auch die zweite Frage ist, seid ihr bereit dafür bezahlen? Oder ist das die dritte Frage? Also auf jeden Fall könnt ihr ausgiebig unten schreiben, was ihr zu dem Thema Überschallfliegen glaubt und denkt. Cool, dass die Genehmigung einmal da ist. Dann haben wir das angesprochene Thema von Stadtbär, und das ist der dänische Flughafen. Ich habe die Nachricht, glaube ich, vorgestern von ihm bekommen oder gestern. Gestern muss es wohl gewesen sein.
habe es aber dann in die Sendung irgendwie nicht reingebracht, vertüdelt wegen des Vorfalls. Ihr wisst ja, als ich die Sendung gestern gemacht habe, warum. Und da ist es so, dass jetzt in Dänemark der dänische Flughafen Billund beschlossen worden ist. Billund, ist das nicht da, wo Legoland ist? Ich glaube, Legoland ist in Billund, ne? Also Legohausen oder wie das dann heißt. Auf jeden Fall ist das so, dass der Flughafen geräumt worden ist. Das Terminal wurde nach Angaben des Flughafens vorübergehend geschlossen und von der Polizei. Warum? Und jetzt kommt der Grund. Wenn Sie sich in der Gegend befinden, folgen Sie bitte den Anweisungen der Polizei. Wurde auch übrigens auf Deutsch gesagt, nur so als Randbemerkung. Es gebe keine Hinweise, dass weitere Menschen involviert seien, aber ein Mann sei festgenommen worden wegen einer Bombendrohung. Ich hoffe nicht, dass der Kollege eine Bombendrohung gemacht hat, weil er der tiefsten Überzeugung war, ja, also so eine kleine Bombendrohung am frühen Morgen vertreibt Kummer und Sorgen oder halt einen Flug da in irgendeiner Art und Weise stoppen wollte. Da muss man dann ehrlicherweise sagen, das ist der falsche Weg, mein Freund. Dann gucke ich gerade, flackert die Lampe? Ja, die Lampe flackert, ne? Könnt ihr mal gucken, ob das bei euch auch zu Hause flackert, finde ich jetzt spannend. Ist mir gestern gar nicht aufgefallen. Ja, was haben wir noch zu dem Thema zu sagen? Es sind Geldautomaten gesprengt worden und so weiter. Also insofern, ob da ein Zusammenhang besteht, weiß man ehrlicherweise nicht. Jetzt kommen wir zum Aufregerthema des Tages. Und das ist das Thema Beschiss am Check-in. Ich hatte das bei View from the Wing, habe ich das, glaube ich, schon gelesen. Jetzt kam es auch auf den deutschen Seiten an. Ich weiß gar nicht, warum ich das vergessen hatte. Und da ist es so, dass man dort beim Gepäck die Kunden bescheißt. Und zwar, indem man einfach den Fuß auf die Waage stellt und sagt, oh, das ist aber Übergepäck. Wenn Sie das jetzt mitnehmen wollen, kostet normalerweise Summe X, ich weiß gar nicht, 50, 60, 70 Euro, keine Ahnung, Dollar in dem Fall. Gib mir einen 10er oder einen 20 und dann bleibt das Ding hier. Und da muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, Freunde der gepflegten Gastlichkeit, das geht so nicht. Also man kann nicht beim Gepäck die Leute versuchen zu bescheißen, indem man die Waage manipuliert und vor allem auch, wenn man überlegt, sind die Wagen eigentlich alle geeicht? Sind die Wagen in irgendeiner Art und Weise aber auch so zuverlässig geeicht, dass man sagen muss, das stimmt so? Weil eine Sache, die ich mir so vorstelle, überlegt mal, wenn er beim Schlachter permanent 10 Kilo Rind kauft und die schmeißen die 10 Kilo Rind da drauf, das wird ja irgendwann, geht das ja alles auch aus den Angeln. Und genauso ist es am Flughafen, wenn da Sachen draufgeschmissen werden, 30 Kilo, 20 Kilo, 10 Kilo, Leute stellen sich drauf, Kinder hüpfen drauf rum, dann kann das ja auch nicht stimmen. Aber was für mich wesentlich schlimmer ist, ist halt wirklich die Tatsache, dass man damit versucht, sich ein Zubrot zu verschaffen bei den Fluggesellschaften. Dann hatte ich, weiß ich gar nicht, ihr könnt ja schreiben, ob ich das Thema hatte, oder nicht. Ist ja fast genauso schlimm bei American Airlines mittlerweile, das Thema mit dem Flugpersonal, die ja da, ich glaube, ich habe das Thema gemacht, aber ich sage es jetzt nochmal, weil ich es angeschnitten habe, wo Crews sich die Flüge ausgesucht haben, wenn sie Freizeit hatten und dann zusätzlich darauf geboten haben, um dann Flüge zu nehmen, die nämlich verspätet waren. Warum haben sie Flüge genommen, die verspätet waren? Ganz einfach deshalb. Sie haben Flüge genommen, die verspätet waren, weil sie nämlich genau wussten, wenn sie danach am Folgetag einen Flug hatten und diese Verspätung sich durchzieht, dass sie den nicht wahrnehmen können wegen der fehlenden Zeit, wo sie sich ausruhen können. Und da muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, das ist nicht in Ordnung. Und wie soll ich das sagen? American Airlines sagt, das ist auch nicht in Ordnung. Aber auf der anderen Seite muss man der Ehrlichkeit halber sagen, wenn ich einen Flug gebucht habe bei American Airlines, wie lange ist das System denn dann der tiefste Überzeugung, dass der Flug, obwohl das schon bekannt ist, dass das Flugzeug, was kommt, Verspätung hat, nein, dass man trotzdem auf dem Flug gebucht sein muss. Wir haben das ja auch bei Lufthansa sehr oft, dass Flüge zum Beispiel offiziell schon im System als pünktlich noch immer gelten, aber wir auf Flightradar sehen, das klappt nicht. Gut, man kann natürlich jetzt sagen, ja, einige Flüge haben das, den Vorteil, dass dann die Flugzeuge getauscht werden, dass man doch on time ist. Gut, das kann man sagen. Aber wenn das bei den Passagieren
so gehandhabt wird, dann kann die Crew das ja auch nicht wissen. Also da muss man dann halt das machen. Und jetzt, wo ist der Beschiss? Der Beschiss ist, da war American Airlines trotzdem den Folgeflug, auch wenn er nicht geflogen werden kann, wegen der Minimum-Crew-Restzeit, die dann unterschritten wird. Da muss man dann sagen, ja gut, musst du bezahlen. Das ist im Tarifvertrag. Kann ich dann verstehen, dass man das nicht so toll findet, aber auf der anderen Seite gleiches Recht für alle. Dann muss ja auch uns Passagieren da etwas mehr Luft geben. Und ich muss hier mit dem Thema jetzt aufhören, weil sonst fange ich an, wieder wuschig zu werden. Jetzt gehen wir weiter mit VistaJet. Und zwar bei VistaJet, da ist wohl etwas Tiefrotes unterwegs. Und bei VistaJet ist es wohl so, dass diese tiefrote Geschichte natürlich unschön ist. Weil VistaJet ist natürlich mit 3,9 Milliarden Dolores Schulden ein Charteranbieter im Privatjet-Bereich, der weniger Gewinn erwirtschaftet hat und mehr Schulden gemacht hat. Aber der Eigentümer richtet sich ja deshalb an die Investoren und sagt, ja, man sei 20 Jahre alt und in zwei Dekaden ist der Business-Charter natürlich immer angestiegen, genauso Vista ist ja auch weiter gewachsen und ich kenne die aus Dubai, ich habe glaube ich auch Interviews online mit denen, ist also einfach so, dass man da natürlich sagen muss, dass die Integration von Air Hamburg, das ist für die einen oder anderen ja eine interessante Geschichte, 40 Flugzeuge auf einen Schlag natürlich zusätzlich da sind, man hat eine Flotte von 360 Flugzeugen, davon gehören 270 der Vista selber, also das ist schon Kapital. Die weiteren Flugzeuge sind Privatbesitz und werden von VistaJet vermarktet. Mit dem Wachstum ist auch wieder Liquidität ins Unternehmen, was kommen muss natürlich, weil sonst muss man da natürlich sagen, da haben die ein Problem. Aber man muss ja auch mal wieder sagen, dass man jetzt langsam wieder Gewinne schreiben muss, weil die Leute haben ja gerade während Covid und Corona Privatjets genommen, weil sie halt einfach alleine fliegen wollten und keine Lust hatten auf Leute. Und jetzt ist es wohl so, dass das wieder etwas anders ist. Auf jeden Fall muss man hier jetzt natürlich sagen, dass mehr Abokunden dort gibt. Und wir hatten auch die Idee, dort unsere Abos hinzuschicken von unseren Kunden für Concierge. Wir sind bei NetJets, weil ich die einfach noch besser finde im Moment. Ich weiß auch nicht, warum alte... Die Kappas sehen schöner aus, ich weiß, keine Ahnung. Muss man mal Gedanken machen, aber auf jeden Fall hier nur für den einen oder anderen, dass ihr das wisst. Wir haben jetzt noch Discover. Condor, wie komme ich darauf? Ach doch, ich komme auf Condor, weil Condor jetzt mit American Express diese Vorteile hat, aber leider nur bis zum 28.02.2025 gefixt, wo ihr Sitzplätze, Rabatte und so weiter bekommt, auf die Sitzplätze zum Beispiel und andere Vorteile als Platin-Kunden. Aber schön an der Sache ist halt, dass man dort überrascht wurde, nachdem ja American Express als Zahlungsmittel bei denen ausgefallen ist. Aber wer das machen möchte mit American Express, sollte die Rufnummer von der American Express anrufen, weil es nur über die Rufnummer im Moment geht. Online kann das nicht abgebildet werden. Wir waren aber bei Discover Airlines. Discover Airlines hat jetzt Flüge ab Frankfurt und München, die man fliegen kann, aber jetzt gerade Mallorca und Ibiza im Mai, die werden halt geflogen. Kann man 450 Euro im Business Class Ticket hin und zurück kriegen und dann Economy Class, aber das ist auch ohne Freigepäck, ne? 210 kostet es dann mit Freigepäck, nur damit ihr es wisst. Flüge wären dann die 4 Yankee 512 oder auch LH4302 von Frankfurt nach Mallorca um 12.20 Uhr Ankunft. Da 10.20 Uhr war Abflug und dann der Rückflug wäre um 13.30 Uhr und 15.45 Uhr zurück. Und dann kann man natürlich auch von Frankfurt aus nach Ibiza fliegen. Auch interessante Sache, zwischen Frankfurt über Ibiza wird der 3.30 nur einmal pro Woche fliegen, und zwar zwischen dem 2. und dem 16. Mai. Und bei dem Mallorca-Pairing, da ist es so, dass man dort zwischen dem 18. Mai und dem 25. Mai sogar 6-mal fliegt. Aber gut, das sind ja fast 6 Tage, also insofern passt das wieder da. Aber das Schöne an dieser Stelle ist halt wirklich, dass man dort dann im White Body fliegen kann. Jetzt haben wir das letzte Thema für euch, und zwar will ich euch nicht mit dem Goose Bay Feuer belästigen. Das hatten wir ja bei der Bundeswehr, wenn wir nach Kanada geflogen werden, waren wir nach Goose Bay, was ein Ausweichflughafen ist. Aber es gibt noch mal eine Geschichte aus dem lustigen Reich von Tim Clark und Emirates. Und zwar ist das bei Emirates so, dass man jetzt ein
einen offenen Brief von Sir Timothy Clark geschrieben hat mit seiner Entschuldigung für seinen, im Englischen sagt man Meltdown, für das Schmilzen der ganzen Geschichte, also des Services. Und da ist es halt wirklich so, dass die Passagiere natürlich, ich denke mal schon alleine, wenn man das liest, to all our valued customers. Das Problem ist, dass man während der Krise dieses valued customer gar nicht gefühlt hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Emirates da den Leuten Liebe gegeben hat oder in irgendeiner Art und Weise den Leuten ja, gesagt hat, so ist es in Ordnung und so wollen wir das für euch ausgleichen. Und wenn es um Kompensation geht für Kosten vor Ort und so weiter, muss man jetzt natürlich überlegen, ist das Force Majeure, also ist das höhere Gewalt? Aber selbst bei höherer Gewalt muss die Fluggesellschaft natürlich für gewisse Sachen haften. Interessant an der Geschichte finde ich natürlich auch, wenn sich das mit dem Wolkenimpfen bestätigen sollte, was ja in Dubai bestritten wird, so habe ich das zumindest verstanden, ist das so, dass das natürlich dann doch wieder so ein bisschen Haftung ist. Weil, warum? Tada, Emirates gehört dem Staat, Flughafen gehört dem Staat, Impfung, Wetterdienst, Staat. Also das heißt, das ist alles dieselbe Bude. Und da muss man halt wirklich schauen, inwieweit man da gucken kann. Und man sagt auch, dass man über 100 Employees, also 100 Mitarbeiter geschickt hat, die als Volunteers, also quasi als Freiwillige dort an der Front gekämpft haben. Das war wahrscheinlich einer wieder der Emirates Battle Aktion, hast du Lust zu arbeiten. Und natürlich, bevor die Leute da nichts zu tun hatten, sind sie ja wieder hingegangen. Aber das ist halt wirklich so spannend, dass man dort halt einige Hintergrundinformationen gegeben hat und so eine offene Dienstleistung anbietet, hätte ich fast gesagt, so eine offene Politik der Dienstleistung anbietet und sagt, was da im Hintergrund passiert. Aber am Ende des Tages hilft es nichts. Man ist verspätet. Ja, man sagt, dass man jetzt die 30.000 Gepäckstücke, die man da noch rumliegen hat, ich weiß nicht, in welchem Zustand die sind. Also wenn die da auch verschütt gegangen sind unter Wasser oder sowas, dann ist das eine ekelhafte Geschichte. Das rottet dann vor sich hin. Also das möchte ich dann nicht wissen. Und naja, auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich bin mal gespannt, dass das, wie das ausgeht und wie sehr Emirates sich da aus der Nummer windet. Wir sind wieder am Ende unserer heutigen Sendung am Heiligen Sonntag. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, aber auch ganz wichtig zu kommentieren. Und ich habe eine Überraschung. Ich habe heute eine Frage, das ist auch eine. Ich mache heute eine Sondersendung, hätte ich fast gesagt. Doch, ich mache die Sondersendung heute, mache ich auch gleich fertig. Warum kann ich den Namen auf einem Ticket nicht ändern? Ich habe die Frage bekommen, auch in einem Gespräch. Und da würde ich mal gerne einen Beitrag zu machen. Mal gucken, ein bisschen anderes Video machen, wie ihr solche Formate findet. Also denkt dran, den Kanal zu abonnieren, Glocke anzumachen, Like dazulassen, aber auch zu kommentieren, Kanalmitgliedschaft. Und dafür kriegt ihr jetzt von mir den Abgesang. Wo ist er? Hier. Also bis dann. Ciao. Thank you.